So, hallo zum Q&A vom zweiten Teil von Scheiß Corona. Ich bin mittlerweile im Urlaub, um mal ein bisschen abzuschalten nach all dem. Deswegen nicht wundern, dass ich hier im T-Shirt sitze und alle möglichen Tiere im Hintergrund Geräusche machen. Ich habe es auch beim ersten Teil schon gesagt. Ich finde es total toll, wie empathisch ihr alle in den Kommentaren seid. Und so viel Lob und so viel Anerkennung für die Pflegekräfte. Ehrlicherweise kann ich mir nicht wirklich mehr wünschen als Ergebnis von so einem Film. Und ein paar von euch haben auch gesagt, hey, gerne einen dritten Teil, den haben wir jetzt nicht geplant. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, das ist uns erst im Schnitt aufgefallen, dass das alles viel mehr Sinn macht als zwei Teile. Aber wir denken natürlich drüber nach, behalten es im Hinterkopf, dass so viele Leute an einem dritten Teil interessiert sind und schauen mal, wie es mit der Pandemie weitergeht. Ein paar Leute haben gefragt, wie das denn mit den gefilmten Patienten ist. Zum Beispiel Hello hat gefragt, die meisten von denen sehen nicht so aus, als könnten sie dem Filmen zustimmen. Es ist so, dass wir vorher mit der Pressestelle von dem Klinikum das alles abgesprochen haben und deswegen sind auch keine Personen identifizierbar. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt, zu schauen, dass man keine Gesichter sieht, dass man keinen Namen sieht auf den Monitoren. Da haben mehrere Leute drüber geguckt, weil uns eben wichtig war, dass einerseits ihr seht, wie es da wirklich abgeht auf so einer Corona-Intensivstation und andererseits eben, dass diese Menschen, dass deren Privatsphäre gewahrt wird. Und es gibt da keine richtig gute Lösung, weil natürlich, nein, die können nicht zustimmen. Aber ja, für uns ist dann nach viel hin und her eben diese Entscheidung gefallen, das so zu machen. Und so ist es einerseits rechtlich fein und wir finden, dass wir eigentlich damit einen guten Grat zwischen Privatsphäre und eben das Zeigen gehen. Ein weiteres Kommentar von Pseudonym sagt, auch wenn die Patienten teilweise nicht bei Bewusstsein sind, könnte man die Gespräche über den Tod und die Chancen vielleicht auf den Gang verschieben. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, im Nachhinein hätte ich zum Beispiel gern dieses Gespräch über die sterbenden Menschen am Bett der einen Frau, die am Ende auch stirbt, nicht dort führen sollen. Und ich war selber so unter dem Eindruck von all dem, was da passiert. Ich konnte das überhaupt nicht ja, verarbeiten, so gut, dass ich eben entscheiden konnte, oh, wir sollten es lieber draußen besprechen. Würde ich im Nachhinein anders machen, habt ihr absolut recht, ist nicht die ideale Lösung dafür gewesen. Fredmaster sagt, ich finde es ein bisschen arg geschmacklos, sneaky mit der Kamera auf jemanden zu halten, der sich von einem im Sterben liegenden Familienmitglied verabschieden will. Da geht es eben um diese Frau am Ende, die stirbt, wo sich die Tochter verabschiedet. Und auch das war so ein Moment, da haben wir ganz lange drüber geredet. Sollen wir das zeigen, sollen wir es nicht zeigen? Und ich glaube immer noch, dass es wichtig ist, das zu sehen, weil das hat was mit mir gemacht. Das macht, glaube ich, auch was mit den Zuschauenden. Ja, und das ist natürlich schwer, da die Balance zu wahren. Und ich glaube nach wie vor, dass klar, wir einfach nur sagen können, die Person ist gestorben und fertig, aber ich denke, dieses Bild zu sehen und gleichzeitig eben diese Person nicht erkennbar zu haben, auch die Tochter nicht erkennbar zu haben, also die Privatsphäre zu wahren, ein guter Kompromiss ist, bei dem ich aber auch verstehe, dass der nicht für alle cool ist. Hanna fragt, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und der Krankheit? Irgendwie habe ich noch keine Aufnahmen von einer normalgewichtigen und fitten Person auf der Corona-Intensivstation gesehen. Das ist tatsächlich so. Also auch Moritz und die anderen Intensivpflegerinnen haben mir gesagt, Übergewicht ist eine der krassen Dinge, die im Prinzip dazu führt, dass man einen schweren Verlauf hat. Also im Prinzip einer der Risikofaktoren. Das heißt aber nicht, dass natürlich nur Übergewichtige dort liegen und das heißt auch nicht, dass es nicht auch alle möglichen anderen und Normalgewichtigen treffen kann. Jasmin sagt, ich wüsste gern von Moritz, wie wir ihm Anerkennung zukommen lassen können. Das habe ich Moritz dann auch selbst gefragt und er meint, mir wäre schon mit mehr Rücksicht auf Mitmenschen geholfen und ein wenig Demut gegenüber der Krankheit, ob nun geimpft oder nicht. Dann leben alle entspannter und wir müssen keine Angst haben, mit der Presse zu reden. Imuan hat geschrieben, was mich ein bisschen nervt, ist der Fokus auf die Pflegekräfte. Wir Sanitäter werden auch den ganzen Tag bedroht, beleidigt und angemacht.
bitte vergesst uns nicht in dieser Krise. Nee, das tun wir nicht. Auf unseren Aufruf haben sich tatsächlich auch einige Menschen aus diesem Rettungswesen gemeldet. Ich habe mit mehreren Notfallsanitäterinnen und Sanitätern gesprochen. Und das sind auch total interessante und ich finde auch wichtige Geschichten. Die haben zum Beispiel erzählt, und daran habe ich vorher überhaupt nicht gedacht, wie Corona sich auf deren Arbeitsalltag auswirkt. Nämlich, dass sie zum Beispiel jedes Mal, wenn die eine Person, die positiv ist, transportieren, müssen sie dann danach das Auto desinfizieren und müssen auch Kleidung anziehen und ausziehen. Und das macht natürlich so einen Rettungseinsatz viel, viel langwieriger und dadurch können natürlich weniger Leute gefahren werden. Und eine andere Sanitäterin hat mir auch von Angriffen, von Beleidigungen erzählt. Das sind alles Geschichten, die wir auch nach diesem Aufruf gehört haben. Und der einzige Grund, warum das nicht mit drin ist, ist einerseits der, dass wir eben wieder nur diese begrenzte Zeit haben, um diese Alltage zu zeigen und dass wir auch keine Genehmigung bekommen haben, so einen Einsatz zu begleiten, bei so einer Fahrt dabei zu sein und eben deswegen uns entschieden haben, nur den Fokus auf diese Corona-Intensivstation zu legen. Eine Frage am Ende noch, eine gute Nachricht, wisst ihr, ob die Mama der Zwillinge überlebt hat? Das hat sie. Sah nicht sehr gut aus für die, aber sie hat es rausgeschafft und ist jetzt in Reha. Und ja, wie ich sehe, waren das auch alle Sachen, die ich mir hier markiert habe. Von daher war das das Q&A. Ich hoffe, alle eure Fragen sind beantwortet. Und wir sehen uns beim nächsten Film. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.